geht ab, Freunde? Nach langer, langer Zeit endlich wieder mal ein Vlog. Wie, wo, was alles passiert ist, werde ich euch später auf einer Autofahrt erklären. Für uns geht es später noch ab in die Sauna. Und ansonsten, ja, jetzt einfach mal ein paar Sequenzen vom Arbeitsalltag, wie die Woche so aussieht. Nehmt euch einfach komplett mit durch die Woche. Wie so eine reale Woche im Leben eines Selbstständigen aussieht. So sieht's aus, Freunde. Und deswegen, easy game. Um jetzt bessere Preise zu holen, weil wir haben ja den Move schon extended, können jetzt wieder extrem starke Profite hier annehmen und deswegen drop, drop, drop und danach von hier wieder repositionieren, weißt du? Wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen konntet, lese ich gerade das Buch Principles von Ray Dalio. Ich habe das Buch tatsächlich schon mal früher gelesen, aber ich würde behaupten, dass meine jetzige Situation viel mehr zu dem Buch passt und ich einfach jetzt viel mehr Knowledge wirklich aus diesem Buch anwenden kann. Deswegen, für die Leute, wenn ihr Anfänger seid oder sowas, dann bringt euch dieses Buch eigentlich wirklich nichts. Nur für ein paar Erfolgsprinzipien, aber hier geht es auch sehr, sehr viel um Aufbau und Mitarbeiter und so weiter. Und gerade in dieser Phase befinden wir uns halt intern in unserem Unternehmen. Und deswegen ist es auch jetzt sehr, sehr interessant und deswegen nehme ich mir auch jetzt die Zeit, dieses Buch noch einmal durchzulesen, um da halt wirklich die bestmögliche Knowledge auch mitzunehmen. Weil vielleicht ist da etwas drin, was mir sehr, sehr viel Nerven, Zeit oder Geld sparen wird, Freunde. Und ja, deswegen sieht's aus. Ja, der eingezeichnete Trade war prinzipiell selbe Setup, gleiche Zone, nur Break-Retest nach unten, unter 750er Level und unter allen MAs und so weiter. Und dann Short, so Trade ging besser auf, ne? War auch ein besserer Trade, sage ich mal. Auch wenn er late war, aber das Ding ist, was halt passiert ist, ist, natürlich hätte man hier oben Short einsteigen sollen. Das einzige Problem ist, dass die Farben sich, wie gesagt, ein bisschen beißen. Das ist jetzt, so wie du gezeigt hast, passt schon. Mir wird das passen, wenn ihr was dagegen habt, sagt gerne. Das, was Pano gesagt hat, diese Kästchen sind ein bisschen zu klein. 9-to-5-Job genau, ist zusammengeschrieben. Ich würde auf jeden Fall auch den Hintergrund ändern, weil die Sache ist, auf dem MacBook-Bildschirm sieht man das gut, weil schwarz hier wirklich schwarz ist, aber die meisten haben Android. Den MacBook-Bildschirm. Selbst. Und diese Phase ist entscheidend, um endgültig zur letzten Stufe zu kommen. Achtens. Der Durchbruch. So, Freunde, jetzt fahren wir ins Gym und Haare schneiden. Als erstes Haare schneiden und dann ins Gym. Wir haben gerade eben Meeting gehabt, ein paar YouTube-Videos angeschaut, die jetzt so demnächst hochgeladen werden, die vorgearbeitet wurden. Dass da auch wirklich alles stimmt, dass sie komplett upload-ready sind und so weiter. Und noch zwei Videos von Klienten angeschaut. Und Friseur wird auch langsam mal Zeit, wie ihr wahrscheinlich schon in den ersten Clips gesehen habt oben. Meine Haare sind katastrophal, aber ich lasse sie gerade auch wieder ein bisschen wachsen. Mal schauen, vielleicht schneide ich sie mir auch wieder ab. Fuckt schon wieder ab. Ehrlich gesagt hatte ich damals den Haarschnitt. Den ganz kurzen, einfach nur, weil es extrem, extrem bequem ist. Ich gehe duschen, ich mache einmal Handtuch drüber, die Haare sind trocken. Und egal, wo ich bin, egal, was ich gemacht habe, wenn ich jetzt mit dem Fenster offen gefahren bin und der Wind mir in die Haare geweht hat, dann sehen meine Haare trotzdem noch gleich aus, Freunde. Das heißt, man sieht einfach immer gleich aus. Deswegen ist es einfach der praktischste Haarschnitt. Aber warum mal nicht einfach etwas anderes probieren? Deswegen, mal schauen, wird sich gleich beim Friseur letztendlich herausstellen. Starten wir mal das Auto. Kaltstart, vielleicht hört man was. Hört gut an. Gut, Freunde, dann sehen wir uns auf der Street. Diese Woche steht jetzt nicht wirklich viel an in Hinsicht auf irgendwas Unternehmen, sondern eher wirklich Deep Grind und Work. Ja, und deswegen war auch heute beispielsweise dann die ganzen Termine, die Calls, dann Zeit genommen natürlich, um sich selber weiterzubilden. Das Buch gelesen beispielsweise würde ich jedem von euch natürlich auch immer ans Herz legen, jeden Tag eine aktive Informationsquelle zu sich zu nehmen, also aktiv etwas zu lesen oder zu hören, was auch immer, irgendetwas, was dich vielleicht weiterbringen könnte, beziehungsweise einfach Informationen aufsaugen, die produktiv sind, die nützlich für dich sind und für deine Bereiche, für deinen Lebensstil, für dein Leben generell natürlich. Und ja, so sieht's aus, Freunde. Dann auch natürlich meditiert. Dann, wie gesagt, die Videos da geschaut und bearbeitet, beziehungsweise gesagt, was kann besser gemacht, was wird schlechter gemacht. Von uns selber ein paar Videos und natürlich auch noch von Klienten, die wir da uns anschauen mussten, um zu schauen, dass auch wirklich alles rund läuft und alles nach unseren Standards. Ja, aber so sieht's aus, Freunde. Jetzt ist hier extrem viel Verkehr. Ich stehe jetzt mitten in der Ampel, aber kann man nichts machen. Ja, mal gucken. Jetzt zum Friseur, dann ins Gym pumpen, dann habe ich nachher noch einen Call. Dann habe ich noch einen Team-Call, ja, und noch ein Telefonat muss ich auch noch führen mit jemandem. Ja, und Freunde, dann ist es auch wirklich für den Tag eigentlich so gut wie gelaufen. Dann wird später in den Wellness gefahren, Sauna,
bisschen Whirlpool, ein bisschen, sage ich mal, runterkommen. Machen wir auch immer einmal die Woche. Falls euch das kennt, ist natürlich keine Werbung, aber Wellness bzw. My Wellness sind ja beide, sage ich mal, konkurrierende Unternehmen. Aber je nachdem, wie, wo, was frei ist, gehen wir dann auch hin. Und dann wirklich auch einmal die Woche, würde ich jedem von euch auch ans Herz legen. Sauna nicht einfach nur für die gesundheitlichen Vorteile, die man dadurch letztendlich hat, sondern auch die mentalen. Es ist genauso wie dieser kalte Eimer, den man nach der Sauna über sich kippt. Es ist einfach nur eine mentale Überwindung. Du bleibst in der Sauna, es ist extrem heiß, du schwitzt und so weiter, aber letztendlich musst du danach trotzdem immer noch aushalten und weiter drin sitzen, um wirklich die volle Wirkung zu entfachen. Genau das gleiche ist, im ersten Moment hat man Angst, den eiskalten Eimer über sich zu schütten, aber letztendlich ist das einfach nur eine mentale Blockade und im Nachhinein ist es nur noch halb so schlimm. So, ob ihr jetzt eine Minute länger in der Sauna drin bleibt oder nicht, wird jetzt, sage ich mal, nicht viel Unterschied machen. Nur hier oben im Kopf, genauso wie ob ihr euch jetzt mit einem eiskalten Eimer überkippt. Nach der Sauna im besten Fall natürlich, ne, weil die Kombination ist immer sehr optimal. Natürlich bei Sauna die gesundheitlichen Vorteile durch den Eimer, aber auch die mentalen Vorteile, dass du dich einfach überwunden hast. Das ist der Punkt letztendlich. Und ja, mal schauen. Es ist ziemlich viel Verkehr jetzt, deswegen hasse ich es auch immer um solchen Uhrzeiten. Aber ich dachte, jetzt kann ich das heute einfach wirklich gut kombinieren. Heute ist auch so ein, sage ich mal, Tag, wo ich eher unterwegs bin, mit Leuten interagiere, Checkups mache und so weiter. Aber da auch immer aufgeteilt, dass ich montags beispielsweise wirklich deep grind habe. Dann dienstags ist etwas lockerer. Dienstag ist also meistens der Tag, wo wir dann Wellness und sowas fahren, wo wir dann wirklich so ein paar Termine einfach abklappern, Leuten mal, wie gesagt, Checkups und schauen, dass alles rund läuft, wie wir auch gerade die Videos kontrolliert haben, sowas eben. Dann am Mittwoch wieder deep grind und am Donnerstag wirklich einen ganz großen Management-Tag, wo man wirklich dann mit allen Leuten interagiert und Pläne ausarbeitet gemeinsam und so weiter, brainstormt, ja. Und dann ist Freitag wieder Deep Grind, Samstag habe ich wieder Termine und Deep Grind, ja. Und sonntags ist halt immer, sage ich mal, so wie es halt kommt, ne, letztendlich dann entspannt oder wirklich weitergearbeitet, je nachdem, wie wo was ansteht. Ich bin halt einfach ein Profi darin, in Anführungsstrichen, extrem viel vorzuarbeiten. Und ich sag mal, das ist auch ein bisschen abgefärbt jetzt auf mein Team, beziehungsweise wir haben das gemeinsam so übernommen, dass wir einfach extrem viel vorarbeiten, dass niemals Zeitdruck besteht. Das heißt, beispielsweise haben wir jetzt eigentlich für alle unsere Leute schon wirklich für die nächsten 3 Monate, je nachdem wie lange wir zusammenarbeiten, sogar bis zu einem halben Jahr, alles durchgeplant, wie wo was passieren wird. Natürlich immer Aktion, Reaktion, da gibt es kleinere Anpassungen und so weiter, aber letztendlich, ja, haben wir immer sehr, sehr viel vorgearbeitet, dass da kein Stress entsteht, alles, sage ich mal, systematisch nach Plan abläuft, um auch wirklich dann letztendlich bestmögliche Ergebnisse zu erzeugen. Und ja, und apropos Business und alles, Trading heute, vorhin habe ich ja, sage ich mal, wahrscheinlich einen kleinen Ausschnitt jetzt aus dem Live-Call eingebaut in diesen Blog. Und dort haben wir einen GJ-Trade genommen und mal schauen, was da passiert. Deswegen ist auch heute für mich, sage ich mal, unattraktiv zu traden. Heute hat US-30 wieder die All-Time-Highs gebrochen. Das heißt, 15:30 die Session brauche ich höchstwahrscheinlich nicht traden. Sage ich mal, eher ein höheres Risiko. Ob der jetzt wirklich weiter hochpusht oder einfach nur die All-Time-Highs rausmanipuliert hat und dann weiter shortet. Ja, sind beides mögliche Szenarien. Und wenn so etwas besteht, dann ist es immer sehr, sehr ungünstig zu traden. Beziehungsweise mache ich es wirklich ungerne. Weshalb dann heute es dann nur bei diesem einen GJ-Trade bleibt. Ja, und mal schauen, wie dieser Trade so aufgeht im Laufe der Woche. Wir werden ja, wie gesagt, der Vlog geht auch ja die ganze Woche über. Werde ich euch auch da auf dem Laufenden halten, Freunde, wie es dann wirklich mit dem GJ-Trade dann, ja, wie es dann letztendlich gekommen ist. Und so sieht's aus. Und ich würde sagen, ich hole mir jetzt einfach mal den freshen Cut und danach gehen wir pumpen. Heute steht Rücken an. So, fertig, nicht mehr viel Zeit, ich habe um 17 Uhr einen Termin, wir haben 19:15, ein bisschen länger gedauert, ein bisschen Talk, ja, Freunde, ein bisschen fresher Cut, kennt ihr das, wollt ihr Haargel, ich weiß nicht, Bruder, und dann macht er und dann sieht komplett shit aus, aber egal, was willst du machen. So, auf jeden Fall, jetzt muss ich schnell ins Fitnessstudio, schnell trainieren, oh shit, ja. Und so sieht es aus, Freunde. Wir sehen uns im Gym. So, Freunde. Quick Session im Gym. Rücken trainiert, halbe Stunde. Für die Leute, die sagen, die haben keine Zeit. Ich habe auch wenig Zeit dafür. Aber ich kriege es trotzdem immer wieder hin. Und zwar Rückentraining. Einfach ganz entspannt, eine halbe Stunde lang. 4 Übungen durchgeknallt. Das reicht komplett für den Rücken. Und eigentlich mache ich noch Bizeps dazu.
das habe ich heute leider aber nicht geschafft, deswegen kombiniere ich das einfach morgen. So, dann muss ich einfach, ja, diese 20 Minuten, die ich für Arme noch bräuchte, kann ich dann zufügen. Und hier kommt erstmal noch Charlene, oder was? Ja. Meine AirPods haben keinen Akku. Okay. Ja, warte. Hier. So, auf jeden Fall muss ich dann halt diese 20 Minuten, die ich für Bizeps brauche, halt morgen ranhängen, ne? Kann man nichts machen, aber ist ja auch okay. So, deswegen, Freunde, jeder hat Zeit dafür, euren Körper etwas Gutes zu tun, ist das A und O, sage ich mal. Es ist letztendlich eure Maschine. Und wenn ihr eure Maschine nicht ordentlich füttert, ordentlich einölt in dem Sinne oder ordentlich pflegt, dann geht diese Maschine auch irgendwann kaputt. Dann braucht ihr euch auch nicht wundern, dass ihr keine Energie habt oder ja, ungesund seid, was auch immer, wenn ihr wirklich nicht euch aktiv mit eurer Gesundheit beschäftigt, Freunde. So, deswegen. Und dazu gehört nicht nur einfach nur das Training, sondern auch eine ausgeglichene Ernährung. Das heißt nicht, dass man nur Hähnchen und Reis essen soll, sondern dass man ausgewogen essen muss. Das heißt, in einem gesunden Maße, sage ich mal, diese ungesunden Dinge dosieren. Zum Beispiel im Verhältnis 20-80, das heißt 80% der Zeit isst du gesund und sauber und wirklich naturelle Produkte und 20% der Zeit, dann kannst du dir auch mal einen Burger gönnen oder mal einen KFC-Bucket oder so. Also ich bin der Letzte, der zu einem KFC-Bucket Nein sagt, und das ist auch letztendlich das Gute, weil ich gleichzeitig mentale Gesundheit habe, weil ich die Freiheit habe, auch wenn ich mal Bock habe, trotzdem etwas zu essen. So, sei es wie gesagt ein KFC-Bucket oder mal ein Burger King-Menü oder was auch immer. Wenn ich Bock drauf habe und sich es ergibt, dann esse ich es auch. Und dann bin ich nicht so, boah, nee, mache ich nicht. So, und deswegen, Freunde, und das ist dann dieser Ausgleich zwischen, dass du wirklich eine gesunde Ernährung hast und wirklich dann auch trotzdem natürlich die ja, leckeren Sachen isst, die schönen Seiten des Lebens, sage ich mal, in Betracht ziehst. Ja, und so sieht es dann letztendlich aus. Und gleichzeitig hast du dann natürlich auch, wie gesagt, die mentale Gesundheit dadurch, dass du einfach dir nichts, ja, verbieten lässt oder sowas in die Richtung, ne? Freunde, deswegen, so sieht es aus. Jetzt gleich habe ich einen Termin. Danach noch einen Termin schnellen und danach auch schon den Teamcall, und dann war es auch schon für den heutigen Tag in Richtung Arbeit und so weiter. Danach nur noch nach Hause, ein bisschen was essen und dann geht es schon ab. Wellness, Sauna, da zeige ich euch auch noch mal ein bisschen rum. So, Freunde. Und natürlich an solchen Tagen komme ich auch so ins Büro. Ich habe natürlich letztendlich meine eigenen Sachen auch hier im Büro, dass ich schnell immer etwas switchen kann. Aber an solchen Tagen, wo ich wirklich eigentlich mit so gut wie keinem so Kontakt habe, ist es halt einfach so viel, viel bequemer. Ich finde, so kann man noch viel besser arbeiten und man ist auch einfach viel flexibler. Weil im Grunde genommen ist die Struktur ja trotzdem extrem long, und das, was letztendlich für uns wirklich relevant ist, nicht das hier, weil das ist eben Liquidität, die locker rausgebrochen werden kann, sondern das hier. Weil wir eben ab diesem Zeitpunkt aus, wie du ja hier sehen kannst, eine starke, also extrem starke Long-Bewegung hatten. Und die ist komplett linear nach oben. Das heißt, wir haben hier, Standpunkt hier, eine extrem starke Positionierung long. Perfekter Trade. Imbalance geclosed, 33.000er, Stop-Loss eingehalten, FIP-Level eingestiegen. Hau rein, wir sehen uns. So, Freunde, Meeting vorbei. Ich wollte euch ja noch den einen Trade zeigen. Und zwar könnt ihr mal hier sehen. Das war der GJ-Trade. Aber jetzt sind wir schon wieder BE raus. Kann man nichts machen. Das war es aber auch schon für heute. Ja, zum Thema Trading. Und jetzt haben wir noch den Team-Call, wie gesagt. Und ja, dann checken wir mal ab, was im Team-Call abgeht. Und dann sehen wir uns spätestens im Auto wieder Richtung Sauna. Sowas wäre eine Möglichkeit, wie du das vermarkten kannst und sowas. Es ist auf jeden Fall eine super Nische. Ich würde dir empfehlen, nicht zu teuer zu gehen. Letztendlich ist deine Zielgruppe, sage ich mal, anstrebende Leute. Leute, die sowas anstreben. Erfolg. Die sind dann beispielsweise, ich denke mal so um den Dreh von 18 bis 35. Und zwar sprechen. Teil 1 bis 4, das heißt Woche 1 bis 4 ist jetzt online, könnt ihr euch gerne anschauen, wie ich da, sage ich mal, die Strategie aufgebaut habe, wie man gleichzeitig mit einer Tätigkeit, die einen so oder so weiterbringt, gleichzeitig natürlich auch das Sprechen meistern kann, deswegen schaut euch das auf jeden Fall an. Morgen FOMC-Meeting, wer das nicht mitbekommen hat, morgen ist Zentralbank in Amerika Treffen und da werden die Zinsen auf jeden Fall gesenkt. Es ist immer noch unklar, wie es aussieht. Ich hatte ja am Sonntag im Fundamental Call gesagt, dass entweder ein Leak rauskommt oder halt nicht, und es ist im Prinzip nicht passiert. Der Markt hat immer mehr und mehr die größere Zinssenkung eingepriced, haben wir halt so auch in den Märkten mehr und mehr gesehen, Dollars geschortet, Aktien weiter long. 10. Oktober hatten ja wieder einige gefragt gehabt, 10. Oktober steht immer noch, wie gesagt, machen eine Yachtparty, kommt da gerne vorbei, wie, wo, was genau, das kommt alles noch, aber wie gesagt, 10. Oktober, Yachtparty steht fest, für die Leute, die fest Bescheid wissen, dass sie kommen, gerne einfach Bescheid sagen. Und ansonsten würde ich sagen, Freunde, gebt Gas, holt das, was euch zusteht,
18 Uhr Donnerstag, sehen wir uns wie immer in alter Frische. So Freunde, wir befinden uns jetzt in Richtung Sauna. Ich hatte ja davor schon angesprochen bzw. euch gesagt, dass ich auf dieser Fahrt euch erzählen werde, was in der letzten Zeit abging, und das mache ich jetzt einfach mal. Und zwar hatten wir viele Projekte am Start, die halt unsere Zeit und Energie geraubt haben, sodass wir nicht die Möglichkeit hatten, Social Media irgendwie zu fahren. Natürlich hätten wir Social Media machen können, aber nur halbherzig, was wiederum heißt, dass nicht die bestmöglichen Ergebnisse bei rumkommen, und das ist nicht unser Standard, so in dem Sinne, ne? Und deswegen haben wir jetzt ein paar gute Alternativen gefunden, ein paar gute Möglichkeiten, wie wir gleichzeitig noch auf Social Media natürlich blessen können, weiter Sachen aufbauen können und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt solche Sachen wie diese Vlogs, wo ich wirklich eine eigene Kamera mir jetzt geholt habe, dass diese Kamera mich so gesehen immer verfolgt und meinen Alltag so gesehen dokumentiert und euch einfach zeigt, wie so ein Alltag in Wirklichkeit aussieht, wenn man ja, Business Owner ist, ne? Und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder am Start. Wir haben ein paar gute Möglichkeiten gefunden, auch mit den Talking-Videos und so weiter. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall abchecken. Das ist übelst heftige psychologische Knowledge, die Ihnen dabei helfen kann, seine Träume zu erreichen. Es geht letztendlich immer nur darum, in allen Lebensaspekten zu dominieren. Das heißt körperlich, mental und finanziell. Das sind alle Lebensbereiche, die wir haben. Körperlich, dann mental, Beziehungen, Freunde und so weiter. Und dann natürlich finanziell, um sich das bestmögliche Leben zu ermöglichen. Und darum dreht es sich hier generell. Und ja, darum dreht sich auch, sage ich mal, überwiegend unser Leben. Letztendlich einfach in allen Bereichen zu performen, das Leben zu leben und zu genießen. Und das ist alles passiert. Und deswegen haben wir auch Superior Life ins Leben gerufen, beziehungsweise ist Superior Trading Academy kaputt gegangen, aufgelöst, genau. Und Superior Life ist wie ein Phönix aus der Asche in dem Sinne. So könnt ihr euch das vorstellen. Natürlich war Superior Trading Academy und alles nie weg. So, ja, wir haben einfach nur, neuer Name so gesehen, Rebranding und so weiter, weil es jetzt viel größer ist. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Ich selber war, wo ich die Superior Trading Academy aufgemacht habe, einfach nur ein Trader. Aber in dieser Zeit bin ich so gewachsen, habe mit so vielen Leuten zusammengearbeitet und so weiter, so viele Erfahrungen gesammelt, und die möchte ich genauso teilen. Weil ich habe schon immer gesagt, Trading ist der Moneymaker. Ich trade nach wie vor, habt ihr in diesem Vlog auch natürlich schon gesehen. Aber es ist nur der Moneymaker. Es gibt geilere Sachen. Es gibt Sachen, die einen erfüllen. Und das ist beispielsweise, bei mir ist es Strategien ausbauen und geile Sachen umsetzen, um einfach heftiges Business aufzuziehen, was auch immer. Oder Leute aufzuziehen, Leute zu managen und so weiter. Deswegen haben wir uns auch in so vielen Richtungen, sage ich mal, entwickelt. Was wiederum dazu geführt hat, dass ich genau dieses Wissen, was sie uns alles angeeignet haben und so weiter über die ganze Zeit, auch wieder in Superior Life jetzt gepackt habe. Das heißt, in Superior Life gibt es nicht einfach nur Trading, sondern Superior Marketing, Superior Branding, wo das Branding ist nicht nur erklärt, wie du dein Unternehmen brandest, sondern wie du es von null auf aufbaust, von Produktrecherche und dies und Zielgruppe und bla, alles. Dann natürlich, wie gesagt, Marketing, dann Superior Content, wo du wirklich einen eigenständigen Skill hast. Das heißt, dass du da lernen kannst, wie du wirklich Content kreierst, vom Aufnehmen bis hin zum Licht, bis hin zum Dies, bis hin zum Cutten und so weiter, wie das alles funktioniert, auch da drin. Dann natürlich noch immer noch das Superior Trading, was wir auch nochmal wirklich viel hinzugefügt haben, wirklich erweitert haben, um einfach viel mehr Menschen mit viele verschiedenen Psychen gerecht zu werden, damit auch wirklich jeder was davon hat. Dann natürlich Superior Being, um das Fundament zu legen, dass du wirklich es verdient hast, auch so ein Leben zu leben, ein Superior Life, dass du den Menschen um dich herum nicht schlecht behandelst, Prinzipien befolgst und dies und das und jenes. So, und dann noch natürlich Superior Psychologie, Trading Psychologie, Unternehmerpsychologie, auch allein in der Psychologie-Reihe sind über, keine Ahnung, 70, 80 Videos oder sowas, also insgesamt auch über 400 Videos, dann noch mit den ganzen Live-Calls recorded und so weiter. Also es ist schon extrem, extrem viel. Superior Health natürlich auch noch. Und wir wachsen, Freunde, wir wachsen. Es wird immer mehr. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir gute Möglichkeiten gefunden, beziehungsweise ein paar größere Projekte abgehakt, was uns wiederum die Flexibilität geboten hat, jetzt wieder YouTube-Dinge zu machen, beziehungsweise uns darauf zu fokussieren, ein Konzept zu entwickeln, was replizierbar ist und einfach ist, aber trotzdem effektiv. Und ich denke mal, euch gefallen diese Videos, die Talking-Videos Psychologie oder jetzt diese Arten von Vlogs, die wir jetzt fahren werden. Hier, wird jetzt der erste sein, den ihr sehen werdet. Und das wird in Zukunft einfach so weiterlaufen, weil, wie gesagt, wir haben ein Konzept entwickelt, was einfach sehr, sehr einfach replizierbar ist, was uns die Möglichkeit gibt, wirklich immer geilen, geilen Content zu machen.
Und so sieht es dann letztendlich auch aus, Freunde. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann, ja, beim Wellness. So, Freunde, so sieht es hier aus. Kann man mit seinem Whirlpool. Hier kann man chillen. Und hier ist letztendlich dann die Sauna. Mehr ist es letztendlich auch nicht. Mehr braucht man auch nicht, einfach um runterzukommen. Letztendlich gehen wir auch nur hier hin wegen der Sauna. Ich bin kein Typ, der in eine öffentliche Sauna geht oder sowas. Ich drehe mal die Kamera um. Ich bin kein Typ, der in die Sauna geht öffentlich. Ist einfach unangenehm, vor allem wenn ich mit meiner Frau bin. Dann gehen wir einfach lieber zu zweit. Ganz entspannt hier. Kostet zwar mehr, aber ist im Endeffekt auch egal. Wie gesagt, keine Werbung. Ich bin einfach nur überzeugt von dem, wie es hier ist. Ist im Endeffekt geil, wenn man sich das leisten kann. Immer, immer, immer wieder etwas Geiles. So, Freunde, nächster Tag ist angebrochen. Heute ist ein Deep Work Tag. Heute wird einfach sehr, sehr viel gegrindet. Sehr, sehr viele organisatorische Dinge werden erledigt, Texte geschrieben und so weiter und so fort. Jetzt gleich geht es aber auch ins Gym. Das kombinieren wir auch gleichzeitig, indem wir ein paar Clips, ein paar Bilder schießen für Dwayne, der bei Superior Health der Health Coach ist, gleichzeitig auch bei uns im Management ist, den wir managen, der auch jetzt bald seine Pro Card holen wird, aber ihr werdet ja seine Form höchstwahrscheinlich gleich sehen. Ich baue bestimmt ein bisschen was mit in den Vlog ein. Und dann geht es jetzt gleich auch los ins Training und dann schauen wir, wie der Tag so läuft, Freunde. Wie gesagt, Deep Grind Tag. Mal schauen, was heute noch alles so passiert. Aber ich denke mal, es wird heute sehr, sehr ruhig und eher introvertiert, im eigenen Fokus, im eigenen Grind. Ich würde jedem von euch empfehlen, auch immer solche Tage zu involvieren. Wenn ihr wirklich auch mit vielen Menschen mal zu tun habt, gibt es auch Tage, wo man sich aktiv darauf fokussieren sollte, wirklich zu grinden und seine Firma, sein Unternehmen, was auch immer, weiterzubringen mit den Dingen, die wirklich relevant sind. Ne? Viele Leute beschäftigen sich immer ein bisschen hier und ein bisschen da, vergessen dabei immer das Wesentliche. Und deswegen sind solche Tage perfekt dafür, wirklich wesentliche Dinge zu tun, die aktiv dafür sorgen, dass dein Unternehmen wächst, dass du größer wirst, mehr Geld verdienst und so weiter, Freunde. Und deswegen, wie gesagt, wir sehen uns gleich wahrscheinlich im Gym. Auch gute Shots, Digga. Digga, übelst conditioned, Digga. Und das ist raw. Ein bisschen Color Grading kommt noch ganz leicht. Und dann sieht das nochmal wieder. Guck mal, Rücken, Digga. Digga, guck mal, Meat. Digga. Meaty, Digga. Ist echt gut. Einmal einen Shot machen, wie du so ein bisschen einfach durchpust. Dann können wir davon wahrscheinlich vielleicht Clips nehmen und eventuell ein Video machen, was cool aussieht. So einmal ein bisschen da in dem Licht so durchpust. Du weißt ja ungefähr, in welche Richtung du stehst. Dann ich. Jeden Shit, genau. Den kannst du auch nochmal droppen. Back aus dem Gym, die Clips habt ihr gesehen. Wir sind jetzt auch gerade hier am YouTube-Video hochladen. Das neue Video, die 8 Phasen zum Erfolg. Ein extrem geiles Video, Freunde, was ich denke, was wirklich vielen Menschen helfen wird. Beziehungsweise womit wirklich viele Menschen relaten können. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab, falls ihr das noch nicht gesehen habt, weil der Vlog kommt im Nachhinein. Das Video werdet ihr hoffentlich natürlich schon gesehen haben. Ja, gleich müssen wir uns noch ein paar Videos anschauen. Dass da noch einmal drüber schauen, dass alles wirklich rund läuft. Und ja, Freunde. Ansonsten war es das auch, glaube ich, so für diesen Arbeitstag. Wie gesagt, heute einfach nur viel Deep Grind. Nicht wirklich interaktiv mit Menschen, sondern wirklich für sich, beziehungsweise intern im Team, um weiter zu forschen, wie es weitergeht, wie man weitermacht, neue Projekte und so weiter. Genauso wie welche Kampagnen wir fahren werden und so weiter, Freunde. Den ganzen Käse, ihr wisst Bescheid, ihr kennt das ja wahrscheinlich. Aber wie gesagt, YouTube-Video anschauen, falls ihr das noch nicht abgecheckt habt. Ansonsten viel Spaß weiter im Vlog. So, Freunde, neuer Tag. Heute ist Donnerstag. Heute stehen wieder einige Meetings an, unter anderem ein paar 1-zu-1-Calls, ein paar Calls, wo wir Checkups machen mit den Leuten, die wir betreuen. Und natürlich noch den großen Team-Call. Gleichzeitig muss ich heute noch ein paar Videos recorden. Also heute ist ein bisschen Packed Day. Gestern habt ihr ein bisschen wenig gesehen. Ich kam nicht so dazu zu filmen. Nur im Fitnessstudio ein bisschen, wir da mit dem Dwayne ein bisschen geshootet haben. Dann auch ein bisschen hier die neuen Videos abgecheckt haben wieder und so weiter. Ja, deswegen war leider gestern nicht so viel am Start, aber heute wird wieder ein bisschen mehr Content, ein bisschen mehr Ausschnitte werde ich euch auf jeden Fall zeigen, Freunde. Und deswegen, das allererste, was ich jetzt tun muss, ist erstmal, die ganzen Videos, die wir jetzt gleich recorden, noch einmal durchgehen, vorbereiten und so weiter. Und danach habe ich auch schon das erste Meeting. Und ja, Freunde, mal schauen, wie der Tag so läuft und ja, checkt's ab. Und natürlich gibt es jeden Morgen die übliche Marktanalyse und jetzt schaut euch das mal an. Wir hatten ja den einen Trade, den GJ-Trade, genommen gehabt, der uns BE rausgeholt hat. Der wäre im Nachhinein sehr, sehr gut aufgegangen, aber ich hätte ein bisschen besser, sage ich mal, exekutieren können, wenn ihr das sehen könnt. Und zwar seht ihr, war hier unser Einstieg bei dem Break hierhin, hatten dann den
Pullback, den Push nach oben. Hier, das war unser Signal für Break-Even. Kam runter, hätte uns dann im SL geholt, hätte man nicht Break-Even abgesichert. Letztendlich ist der Trade dann aber wieder gut hochgelaufen. Also ich hätte jetzt den safen Weg gehen können und, sage ich mal, nicht so mit dem Stop-Loss geizen und beispielsweise den Stop-Loss hier platzieren können. Dann wäre ich hier auch noch nicht auf BE, dann wäre der Trade auch gut am Runnen. Das heißt, das hätte ich eher machen können. Aber dann wäre eben die Risk-to-Reward eben nicht so gut, wie sie halt eben jetzt ist. Ist im Endeffekt aber auch halb so schlimm. Letztendlich schauen wir dann einfach, wie es jetzt im Nachhinein weitergeht. Und parallel dazu gibt es hier bei US30 nach den extrem starken FOMC-News gestern, zu denen wir gleich noch etwas sagen werden, haben wir hier bei US30 wieder die All-Time-Highs getargetet, genauso wie wir bei Gold 2600 auf dem Pip genau getargetet haben. Das haben wir schon letzte Woche in einem Call besprochen gehabt, dass 2600 das Target ist bei Gold und dass wir dort eine starke Reaktion kriegen und bei US30 eben 42.000, was wir auch bekommen haben. Deswegen, Freunde, auch hier sehr, sehr nice. Gleichzeitig dazu hatte Pano hier diesen extrem großen FOMC-Meeting-Preview reingeschickt. Ich kann euch das mal einmal hier zeigen. So, ich öffne das einmal. Und so sieht es dann hier letztendlich aus. Ich swipe einfach mal durch. Hier, Free Knowledge, Freunde, könnt ihr euch einmal anschauen. Ob wir das dann im Nachhinein jetzt rausblurren oder nicht, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, hier ist der komplette Report, was passiert, wie, wo, was passiert. Dann hat man das gleichzeitig noch natürlich mit der, muss mal die Blende wieder fixen, so. Gleichzeitig natürlich mit der fundamentalen Analyse und die technische Analyse haben perfekt übereinstimmt. Wie gesagt, 2600 und 42.000 waren extrem gute Level, die wir getargetet haben. Schon seit, ja, Wochen, sage ich mal eher. Und letzte Woche war dann diese Aussage, okay, jetzt gehen wir in den Bullrun, 42.000 wird gehittet, 2600 gehittet. Und beide auf die Pips genau wurden respektiert und haben starke, starke Reaktionen gezeigt, was wiederum einfach zeigt, Top-Analysen, Top-Breakdowns und so weiter. Das Team hat Money gemacht, wir haben Money gemacht. Deswegen, easy game, Freunde. Heute reden wir darüber, welch eine Macht darin steckt, jung und hungrig zu sein. Aber bevor du abschaltest und du denkst, das sei nur für die Jüngeren unter uns, dieses Video ist für alle, die den Hunger nach mehr in sich spüren. Egal ob du 20, 30, 40 oder über 50 bist. Erfolg kennt kein Alter. Das, was zählt, ist dein Verstand und der Wille, das Bestmögliche aus dir rauszuholen. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Nick und ich helfe Menschen dabei, in allen Aspekten des Lebens das Beste rauszuholen. Also, los geht's. Du hörst mich? Ja, ich höre dich, hörst du mich auch? Yes, sehr schön. Also hast du 7% so gesehen Profit jetzt gemacht, letzte Woche oder wann das war? Im Endeffekt ist so konstanter Erfolg ist ja auch besser in dem Sinne, als jetzt in einer Woche wieder boom, boom durchgeballert. So, und vor allem, dass du in 3 Wochen so viel gemacht hast, heißt, dass du konstant richtig getradet hast. Weißt du, ich meine? Long-term profitable sein ist nicht schwer. Ja, genau. Es ist nicht schwer. Guck mal, du hast dich jetzt konstant immer an deine Regeln gehalten. Du hast die ganze Zeit gesucht und gegraben nach irgendwelchen Lösungen, aber die Lösung lag einfach immer nur darin, konstant das beizubehalten. Weißt du, ich meine? Wir sehen uns heute Abend am Team-Call. Ich darf dir, Digga. Danke eben auch dir für deine Zeit, Digga. Bist auf Top-Weg. Brauchst nichts sagen. Deswegen, gib Gas, Digga. Dabei. Wir sehen uns. Bullrun, US30 geht Richtung 42.000. Was ist passiert? FOMC gestern kommt rein, hittet 42.000 ganz knapp nicht und dann rejected er aber eben durch, sage ich mal, das Spiel des, der starken psychologischen Levels ist es so gesehen wie gehittet. Wenn nicht, im Nachhinein hat er trotzdem 42.000 sogar nochmal drüber, 42.100 gehittet. Selbes Spiel hier bei Gold, 2600 war das Target. Wir hitten Gold 2600 auf die Pips genau und kriegen dann einen knapp 550 Pips Short. Also auch da wieder perfekt exekutiert, perfektes Level getargetet und nochmal ein perfektes Beispiel, wie so extrem starke psychologische Levels reagieren. Ich hatte jetzt hier einen Long gehabt am Dienstag, wurde dann aber leider Break-Even geholt. Erklärt sich ganz einfach hier von selbst. In dem Fall hatten wir die Struktur, die sich hier nach oben aufbaut im 30-Minuten-Chart. Hier haben wir ja auch die Struktur nach oben gebrochen gehabt. Hier Push, Pullback und dann hier den Push nach oben auf dem Break hier oben rein. Mein Stop-Loss war ursprünglich hier. Entsprechend haben die halt die größere Zinssenkung gemacht, einfach nur, weil es mehr Sinn macht. Ebenfalls hat er gesagt, die hätten theoretisch schon, hätten die Arbeitsdaten im Juli gehabt, im Juli schon die Zinsen gesenkt und deswegen haben die sozusagen das kompensiert und haben einfach beide Zinssenkungen, also die vom Juli, im September gemacht und dementsprechend die größere Zinssenkung. Am Sonntag im Fundamental Call gehen wir nochmal ein bisschen deeper ein, auch auf die Preview, die ich dazu geschrieben habe. Bank of England hatten wir auch im Prinzip, wie in der Preview gesagt, die haben eigentlich nichts gemacht. Ja, spricht für
Pfund Stärke, einfach nur aus dem Grund, weil die, wie gesagt, nicht die Zinsen gesenkt haben heute, aber gleichzeitig auch nicht die Zinserwartung des Marktes für die nächsten zwei Meetings bestätigt haben. Der Markt erwartet zwei Zinssenkungen für November und Dezember und die BOE hat aber weiterhin gesagt, hey, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Daten, wir müssen ein bisschen geduldiger sein und wir werden basierend auf den Daten, die wir dann bis November haben, eine Entscheidung treffen. Und dementsprechend haben die so ein bisschen dagegen gepusht und das hat für Pfund Stärke gesorgt. Also heute in der Session zumindest. So, ne? Ja. Das ist ja genauso wie ich beispielsweise spreche, weil ich Russisch spreche, spreche ich auch gleichzeitig in Deutsch mit dem rollenden genau. R. So. Und das ist eben dadurch, dass ich das R nicht anders aussprechen kann. Wenn ich sage April, ich kann nicht April sagen. So, das hört sich komisch an. Also für mich auf jeden Fall. Vielleicht bin ich auch nicht daran gewohnt und das hört sich vielleicht auch für euch normal an. April. So, so keine Ahnung. April. Weiß ich nicht. Ja, April. 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 Ganz normal. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Also es funktioniert einfach nicht. Fehlt mir die Mobilität dafür. Ja. Genau. Ja. So, Freunde, das war's auch für diesen Vlog. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen, dieser kleine Einblick in unseren Arbeitsalltag. Wichtig ist zu verstehen, Freunde, dass nicht wirklich jeder Tag so ist, wie es scheint, auf Social Media und wo auch immer, dass man jeden Tag mit Jetski rumfährt, Lambos hier, da, Privatjets, bla bla, das stimmt nicht, Freunde. Das sind wirklich die wenigsten Tage, die meisten Tage beschäftigt man sich damit, wirklich aktiv zu grinden und das Geld dann auch zu verdienen, Freunde. Also so ist es auf jeden Fall bei uns, weil für uns ist Priorität mehr Geld verdienen als ausgeben natürlich, um weiter sein eigenes Imperium aufzubauen, selber weiter zu skalieren und so weiter. Und Arbeit ist wirklich auch das Einzige, was wirklich so krass erfüllt, indem man einfach Fortschritt anstrebt. Ja, das ist meine Meinung, dass man wirklich dadurch den wirklich besten Dopaminkick kriegt, weil irgendwann mal wird alles langweilig. Wir sind Menschen, wir gewöhnen uns an Dinge. Jeden Tag Lambo fahren, du gewöhnst dich dran. Jeden Tag dies, du gewöhnst dich dran. Aber Fortschritt und Grind ist immer wieder etwas Neues, Freunde. Und deswegen, seid gespannt auf den nächsten Vlog, Freunde. Wir sehen uns. Haut rein.